Hallo liebe Pokéhebes Community, heute haben wir ohne Übertreibung ein ganz spezielles Opening bzw. Backbattle für euch. Oh, und ja. Zwar mit der Celebrations Ultra Premium Collection, dem vielleicht besten Produkt des Jahres. Ja, also es ist auf jeden Fall eines der meistgehyptesten, wenn nicht so das meistgehypteste Produkt des Jahres. Mittlerweile wird das auch um wirklich sehr teures Geld leider auch verkauft und ist auch relativ schwer zu bekommen. Aber wir haben unsere Hände an welche bekommen und öffnen hier heute eines. Ja, und ich würde sagen, wir verraten noch nicht so viel, was alles drin ist, aber es ist echt krank. Und dazu haben wir auch noch zwei andere Boxen da. Genau. Um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten, werden wir heute nicht nur Ultra Premium Collection öffnen, weil da sind schon mal 17 Celebrations Packs auch drin. Ja, sondern ich nehme die Box. Genau, und äquivalent dazu werde ich hier parallel eine Trainerbox und noch eine Pikachu Figurbox öffnen, die gemeinsam auch 17 Celebrations Packs haben. Das heißt, es wird heute wirklich ein ganz, ganz krankes Opening bzw. Backbattle werden. Das heißt, heute vertrete ich erstmalig. Normalerweise ist ja so, dass ja Nico die deutschsprachigen Produkte, wenn wir länderübergreifend oder sprachenübergreifend öffnen, öffnet und ich die englischen. Und heute machen wir es aber umgekehrt, weil Nico hat sich heute das Recht auserbeten, die Celebrations Ultra Premium Collection Box zu öffnen und die haben wir in Englisch hier. Ich öffne auch schon mal, würde ich sagen. Genau, ich würde sagen, wir gehen einmal direkt und rein. Ich packe mal hier auch ein. Richtig krank, vor allem dieses Silber. Das ist einfach zu geil. Ja, also schaut alles extrem, extrem schön aus. Genau. Hier dieses edle. Genau. Noch, ich zeige noch nicht, was drinnen ist. Lasst euch überraschen. Und hier unten ist auch schön. Und hier oben. Also, ich würde sagen, echt geil, was hier alles drinnen ist. Genau, ich würde sagen, mach es einfach auf. Ja. Also ich glaube am besten, ich weiß nicht, ob man das irgendwie wegschieben kann. Mal schauen. Ja. So. Ja, kann man. So, das heißt, wir werden hier das leicht lösen, damit wir grundsätzlich zum Inhalt der Box kommen. Und mal hier die Ecke runtergeben, weil sonst kommen wir nicht ordentlich hin. So, also das war auch nur ganz leicht angeklebt. Das hat jetzt ganz gut funktioniert. Genau. Und es ist, glaube ich, ein Magnetik. Genau. Ja, Magnetik, deswegen ging es ein bisschen strenger. Magnetikholder. Ja, genau. Und dann, genau. Hier. Oh ja, das schaut schon richtig cool aus. Das sind drei so Laden. Oh ja. Vielleicht. Vielleicht, geil aus. Genau, ich hole nur schnell die Packs. Mit dem Schwarzen. Ich hole nur schnell die Packs raus. Okay, ich warte noch kurz auf dich. Genau. Aus den anderen Boxen. Damit das ist wir auch hier so edel. Ja. Das fühlt sich auch so magnetisch an. So, das waren einmal die Packs aus der Trainerbox. Und dann haben wir hier noch eben noch eine Pikachu Figurenbox, die wir auch zuletzt hatten, deswegen gehen wir da auch gar nicht mehr genau drauf ein. Heute ist sicher der Hauptdarsteller die Ultra Premium Collection Box. Ja, das war richtig geil mit Pablo, Robby, dieser Sound, Romanda, wirklich echt geil. Also ich freue mich einfach nur noch auf die Box und kann es kaum erwarten. Genau. Und da auch Shigi, also Mammy und Jimper. Sorry für den Lärm, Leute. Das hat mal die wir packen noch aus. Schau mal Pikachu, diese Box an. Hier nochmal die Pikachu. Figur, ja. Ja. Sieh dir diese Box an, Pikachu. Ist die nicht geil? So. Ich stelle mal hier in die Ecke. Okay, damit habe ich alle Packs auch aus meinen beiden Boxen befreit. Okay, hier ist eine Schnur. Achso, die Schnur. Dann ziehen wir ist raus. So. Okay, zeige mal her, was sieht man in dem Heft? Oh,
Boah, hier eigentlich, es ist ein normales, unter Anführungsstrichen, Pack. Hier sieht man alle, wobei, nein, hier sieht man, glaube ich, alle Promos. Genau, alle Promokarten und eben auch die Karten, die wir gleich hier, glaube ich, noch zu Gesicht bekommen werden. Und richtig geil hier mit diesen silbernen. Genau. Also, gehe ich schon mal vorsichtig zur Seite. Okay, dann würde ich sagen, soll ich schon die erste Schublade aufmachen? Ja. Okay, let's go. Hier haben wir... Geil! Oh ja. Sehr gold. Das ist schon mal ein richtiger Knaller gleich zu Beginn. Diese Pikachu V in Gold. Und schauen wir es mal kurz an. Oh. Ah ja, das schaut auch richtig die schön Pokeball aus. Oh. Ja. Also ganz leicht, vielleicht hinten an den Rändern, aber wirklich tolle Karte. Pokeball ist auch. Genau, und diese Pokeball-Karte. Und dann haben wir hier noch. Ganz viele Packs. Die ist leider auch ziemlich off-centered. 17 haben wir. 17. Aber trotzdem cool. Genau. 17 Packs. Celebration Packs. Das ist und mal cool. Diese zwei Karten. Genau. Hier diese Lade. Also alleine die Verpackung ist natürlich sehr hochwertig. Also wird dem Namen Ultra Premium hier wirklich sehr gerecht. Und hier sind jetzt die Hauptkarten drin. Erstmal hier. Dieser wirklich sehr, sehr coole Pin. Und diese sehr coole Münze. Hier mit der Glurak und Pikachu. Und was haben wir auf der Münze drauf? Genau, das ist die, die Anniversary-Münze. Jetzt kommt der Knaller. Erstmal hier diese Pikachu. Oh ja. Oh mein Gott. So, die werden wir jetzt vorsichtig rausnehmen. Also das sind die Metallkarten, die da bei allen Boxen dabei sind. Und zwar, was wir machen werden, wir haben uns von, wir hoffen, sie passt da rein, also das muss ich natürlich jetzt probieren. Wir haben uns hier von Putty Cards, haben wir uns so Magnetic Holder gegönnt. Ja, gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, aber wir haben uns bei unserem Putty gekauft. Und da würden wir jetzt unsere Metallkarten aufbewahren. Also wenn du mir vielleicht mal die erste gibst, dann probiere ich mal, ob sich die... von der Größe her ausgeht. Aber ich glaube schon. Ist ein bisschen golden. Ah ja. Also man sieht leider hier im Eck oben, rechts oben, so sieht. Lass mal schauen. Hat sie leider einen kleinen Fahrer. Ja. Von hinten ist es auch nicht ganz. Ah, das war ein Staubkorn. Okay, also von hinten sieht es eigentlich ganz schön aus. Also schön mit dieser goldenen Schrift. Also diese Metallkarten, auch wenn das jetzt nicht traditionell ist, also mir gefallen die wirklich richtig gut. Ja. Das heißt, ich werde jetzt einmal versuchen, die in diesen Magnetic Holder mal reinzugeben. Ich habe es auch nicht. Aha, bei Gurak ist. Ich weiß nicht, ist es ein Staubkorn? Und das hat perfekt funktioniert. Ja, das hat den riesigen Vorteil. Erstens kann man sie schön präsentieren. Also das heißt, wir werden sie uns auch aufstellen. Ein weiterer Vorteil ist, diese Magnetic Holder sind alle UV geschützt. Ja? Also das heißt, die schützen auch die Karte, die drinnen ist. Und da wir die wahrscheinlich nicht graden lassen und uns wirklich nur aufstellen werden, ist das eigentlich die perfekte Möglichkeit dafür. Also kommt dann noch auf so einen Ständer drauf und genau. So, dann schauen wir uns mal die Glurak-Karte an. Hinten sieht die Glurak-Karte wirklich geil aus. Gut, dann beginnen wir mal hinten. Ist wirklich, das ist auch sehr schön. Und vorne haben wir auch hier rechts oben genau einen kleinen roten Dot. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schade. Soweit ich gesehen habe, wird aber grading und unten haben wir leider auch zwei kleine Einkerbungen. Ja. Soweit wir gesehen haben, werden die Karten auch mittlerweile auch gegradet. Ja. Bedeutet aber, wenn die, und ich habe das in vielen anderen Openings dieser Box gesehen, dass alle so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Qualität haben. Also ich denke, auch hier wird es ganz schwer sein, Höchstnoten zu bekommen. Aber für uns, also uns gefällt das einfach und ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist, das zu graden. Wir werden aber auch die jetzt gleich in den... Die fühlen sich auch ein bisschen schwerer an. Genau, also sehr wertig fühlt sich es einfach an. Ja. Wir freuen uns natürlich auch über
über sehr schöne reguläre Pokémon-Karten, aber das wirkt einfach trotzdem alles nochmal um einiges wertiger. So, also ich zeige das nochmal kurz her. Die kommt jetzt bei uns sozusagen hier in diesen Magnetic-Holder rein. Dann ist noch hier ein kleines Staubkörner, das dürfte außen sein, okay. Dann hängt man die Öffnung ein vorne. Und, ne, so, Vorführeffekt. Genau, und dann verschließt der Magnetverschluss und dann hat man beide sehr schön drin und sehr schön geschützt auch. Und was man sehr schön erkennt, ist, dass die Charizard-Karte, also die Glurak-Karte, eher den rötlicheren Touch hat und die Pikachu-Karte eben den gelblicheren Touch hat. Ja. Also das heißt, auch hier hat man versucht, möglichst originalgetreu sozusagen auch bei den Metallkarten vorzugehen. Ja, das sieht man sehr gut. Und übrigens auch in den deutschen Boxen sind die englischen Metallkarten dabei. Ja, also die wurden nicht auf Deutsch gemacht. Danke. Ja. Okay, die lassen wir mal kurz hier, hier liegen. Beziehungsweise kommen die gleich wieder ins Bild. Codekarte. Genau. Also dann würde ich sagen, hol mal Codekarte. Genau, von der Premium Collection Box. Und hier sind nochmal 8 schöne Booster. Genau. Chilling Rain and Battle Styles und Vivid Watcher und ein Darkness a Play sogar. Genau. Nice. So. Sagen, das können wir sogar hier so edel stehen lassen. Genau, dann würde ich vorschlagen, wir schieben das nur so ganz leicht raus und lassen hier, ich weiß nicht, ob sich das, ob man das im Bild dann noch sehen wird, hier mal kurz unsere Karten, also die Metallkarten liegen, sieht man leider nicht mehr so ganz. Die Metallkarten sind auch echt nice, also. Vielleicht werden wir es dann doch so als Glücksbringer hier uns herlegen. Ja. Die Goldkarten auch. Genau, die Goldkarten auch. Also das sieht wirklich super aus und wie gesagt, ich glaube, das habe ich jetzt bei keinem anderen noch gesehen. Also ich glaube, die Idee mit diesen Magnetic-Holdern ist sehr gut. Also vielleicht wollt ihr das dann auch für euch übernehmen. Also das lohnt sich richtig. Genau, also das war jetzt einmal sozusagen das Vorspiel. Ja. Wir haben mal geöffnet. Dann habe ich hier noch eine Codekarte aus der Pikachu-Figuren-Box und einmal aus der Trainer-Box für euch. Genau, dann der Pin. Der Coin kommt auch noch dazu. Und dann würde ich sagen, wie viele andere Packs hast du? Also ich sprich nicht Celebration Packs. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8, okay. 17 Celebration. Das heißt, ich habe hier 3 Chilling Rain, also schaurige Herrschaft. Und da hast du auch nochmal 5 normale. Genau, das passt perfekt. Das heißt, ich werde hier mal. Wir beginnen mit schaurige Herrschaft, oder? Ich würde immer so abwechselnd. Sein. Abwechselnd? Mhm. Okay. Gut, ich halte es nur ein bisschen auseinander, damit ich weiß, welche Box was gegönnt hat am Ende. Also ich beginne bei der Pikachu-Figuren-Box. Oder machen wir mal ein Set, dann die Celebrations und dann wieder ein Set. Wie meinst du ein Set? Was meinst du? Hab ich schon wieder vergessen. Ja, also bei mir ist jetzt nichts dran. Einfach abwechselnd so. Machen wir es einfach abwechselnd. Okay, bei mir ist schnell recht geklärt, weil ich mich schon gespoilert habe. Gut, also wie gesagt, wir werden auch jetzt nicht allzu viel Zeit. Okay, ein kleiner Holo-Hit. Ein Celebrim. Gut, also jetzt gleich Celebrations als nächstes? Ja, immer abwechselnd. Okay, krass. Na, dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was wir hier heute ziehen können. Natürlich wäre es jetzt ideal, wenn wir noch ganz dicke Karten, die uns noch fehlen, also wie Glurak, Nachtara, Zekrom, noch ziehen könnten. Das wäre natürlich cool, weil dann hätten wir nicht nur tolle Promokarten jetzt dazu bekommen, sondern eben auch die Möglichkeit, hier vielleicht unser Masterset zu komplettieren und notfalls auch sprachenübergreifend. Also so eng nehmen wir es dann nicht. Wenn wir es in 2 Sprachen voll bekommen, soll es uns auch recht sein. So, jetzt ist eigentlich das Pack offen. Ich warte halt jetzt kurz. Genau. Dann haben wir hier ein surfendes Pikachu. Nice. Der erste Hit. Let's go. Der erste Hit, also dann
Da geht es hier gleich mal ein Sleeve natürlich. Und dann geht es weiter hier wieder mit Schaurige Herrschaft. Und das schön abwechselnd machen, das ist eine gute Idee, denke ich. Dann hat man hier auch immer was zu sehen, immer was anderes auch zu sehen. Ich bin gespannt, was mehr können wird. Ich auch. Die zwei Boxen oder die eine Box? Also ich bin auch schon wirklich sehr gespannt, was das betrifft. Oh, ich bin weiß. Schon wieder das Ball. Ja. Das ist so. Und No Hit bei mir. Und bei mir ist anscheinend ein Hit. Oh, We Feel Holo. Oh, sehr schön. So, dann nehme ich den normalen Sleeve. Genau. Dann warte ich schon mit Celebrations auf dich. Okay, danke. Zeig mir mal die Codekarte schon her. Leute, drückt uns die Daumen. Ihr wisst, wenn wir heute Glurak ziehen, bedeutet das, dass diese schöne Spielmatte, die zwar jetzt komplett überdeckt ist, aber die ihr schon in den anderen Videos gesehen habt, in das Giveaway kommt. No Pull bei mir. Oh, Rockets Admin. Sehr schön. Sehr schön. Also hofft mit uns, Leute, dass wir heute Glurak ziehen, weil dann gibt es eben diese tolle Matte als Giveaway. Werden wir genauer dann erklären, wenn wir es wirklich ziehen. So, Chimpe, Porygon, Golbit, Ramot und Shaming. Holo. Zweite Holo-Hit aus Schaurige Herrschaft. Und wir sind wieder bei Celebrations. Ah, okay, du hast auch andere Sets. Ich habe ja nur Schaurige Herrschaft. Ja. Okay, so, du hast ja auch Battle Styles und ich glaube darunter ist Vivid Voltage, wenn ich mich nicht täusche, oder? Warte, du hast dich da vorher verplaudert, glaube ich, mit diesen Sets. Okay. Oh. Mew EX. Sehr schöne Karte. Die haben wir in Deutsch schon einmal. Ja. Aber in Englisch nehme ich es natürlich gerne mit nochmal. Genau, sehr schöne Karte. Am Anfang habe ich schon ein bisschen gesehen und habe gedacht, ah, jetzt vielleicht zwei kommen, glaube ich schon. Aber nein, es ist eine Mew. Nice. Und Mew war da noch dahinter. Gut, damit sind wir wieder beim. Also ich bin noch immer Schaurige Herrschaft, weil ich habe ja heute nur Schaurige Herrschaft. Du hast Kampfstile. Ja, habe ich ein Pack. Ein Pack und dann nur Vivid Voltage. Und ein Darkness Place sogar. Also eine sehr interessante Auswahl auch bei der Ultra Premium Collection Box, was die alternativen Booster betrifft. Also das ist schon cool. Da kriegt man einiges zum Öffnen. Ich muss echt aufpassen. Da wird jetzt schon wieder. Und No Pull leider. Eine leere Runde. Und dann leider hoffen wir, dass Celebrations umso mehr gönnt. Ja. Was mir auch lieber wäre. Ja, ja, mir auch. Okay. Oh, jetzt habe ich absichtlich die letzte Karte schon rausgezogen. Oh, Turtok! Turtok und das Space Pikachu sind es geworden. Sehr schön. Auch ein sehr schönes Turtok, so wie ich das jetzt sehe. Sehr schön. Brauchen wir nur meinen Big Boy. Noch dieser Flo haben wir ja auch schon, wie ihr wisst, einige Male gezogen. Turtok jetzt glaube ich zum dritten Mal. Vielleicht sogar viertes, bin mir nicht sicher. Nein, ich glaube drittes Mal. Ja. Also. Okay, so, jetzt nicht spoilern. Genau. Da habe ich eine Codekarte wieder für euch und wir machen den üblichen Kartentrick und gehen rein. Oh, was ist geworden? Solo.
Ein Holo-Hit bei Nico. Bei mir leider kein Hit. Also nach den ersten zwei Holos bei Schalke Herrschaft kommt da jetzt gar nichts mehr ums Eck. Irgendwie. Mal schauen. Das wäre jetzt noch nicht so ganz. Aber wir haben ja noch viele Tests. Ja, genau. Und außerdem viel, Celebrations ist wichtig. Genau, viel noch zum Öffnen. Das ist beruhigend. Yep. Reshiram, Kyogre und Mui X in Deutsch jetzt. Okay. Mui X. Leute, wir können noch tauschen. Ja? Also wir schreiben wieder dazu, was uns noch fehlt in die Beschreibung. Sind für Täusche jederzeit Pikachu. Offen. Pikachu! Ich hab ein Pack von dir! So, dann geht's weiter mit den anderen Sets. Also bei mir, wie gesagt, ist ja recht stabil. Schaurige Herrschaft. In beiden Boxen, die ich geöffnet habe, nur Schaurige Herrschaft als Alternative drin ist. Das ist in der Ultra Premium Collection Box etwas abwechslungsreicher. Primanio, Elisabeth, Sneevel, Flauschling, Porygon. Mir leider kein Abzug. No. Es hat sich jetzt angefühlt, als wären das 11. 11. Wirklich? Ja. Okay. Und trotzdem kein Hit. Elf. Das ist die Gemeinheit. Okay, dann gehen wir weiter rein in Celebrations. Und hoffen natürlich hier den großen Hit noch zu landen. Ja. Summer Center wie? Oh, bei mir glitzert. Bei mir glitzert, was könnte es denn sein? Das sieht aus wie eine Goldkarte. Nein. Aber es gibt keine Goldkarte. Sag nicht, dass wir jetzt ernsthaft zum zweiten Mal. Nein! Das gibt's! Jawohl! Zweimal haben wir Mew Gold! Mew Gold zur zweiten? Ich habe gerade überlegt, es gibt ja keine Goldkarte und dann ist mir eingefallen, natürlich gibt es eine nur. Und das ist genau die. Jawohl! Zweimal! Jawohl! Zweimal! Und auch die ist einen Gott sei Dank schönen Zustand. Ganz leicht links, rechts, off-center, hinten, vorne auch. Ich habe vorhin aber mit wirklich Pikachu eine gesprochen, sehr schöne dass wir Karte. Bitte eine gute Karte ziehen, eine sehr gute. Oh ja. Und jetzt hat uns Pikachu wirklich Mew gebracht zum zweiten Mal. Sollten wir Glurak nicht ziehen, können wir zumindest gegen eine Mew tauschen jetzt, weil wir eine zweite haben. Was? Oh ja. Oh ja. Die war übrigens jetzt in der, für euch zur Erklärung, in der Figurenbox, also in der Pikachu Figurenbox war die drin. In der Vormax, ja. Genau. Was? Ich habe nur die das Packs entnommen, so für die, die es elf Karten nicht gleich mitbekommen haben. Ich habe ja die Packs entnommen, damit wir gleich viele Packs gegen die Ultra Premium Collection Box öffnen können. Also, jetzt habe ich unabsichtlich, Moment, ich muss meine, jetzt war ich gleich so durch den Gold. Das fühlt sich an wie elf Karten. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 und da hinten noch die, der Hit. Und zwei haben wir Galadamanitan V-Max. Nice. Okay, ich war jetzt so durcheinander, dass ich unabsichtlich jetzt Celebrations nochmal aufgemacht habe. Aber ich habe es zur Seite gelegt und wäre jetzt schnell durch eben Schaurige Herrschaft. Das wäre dann auch schon mein vorletztes Pack von den alternativen Sets. Jetzt habe ich den falschen Sleeve genommen. Leider auch erfolglos. Das heißt, ich habe dann noch ein Schaurige Herrschaft und du hast noch ein Darkness Ablaze. Und ansonsten rein Celebrations. Okay. Richtigen Sleeve. Dann bin ich jetzt wieder richtig unterwegs. Okay, dann muss ich nochmal. Ich fange mal an. Oh. Das kündigt sich da nochmal an. Xerneas. Xerneas X. Auch eine nicht allzu leicht zu ziehende Karte. Ja. Also heute gönn's. Heute gönn's, Leute. Da gibt die Ultra Premium Collection Box noch nicht so viel her, gell? Nein, ich hoffe, das kommt noch. Das hoffe ich auch für dich. Ich meine, wir haben noch 10 Packs. Aber die Pikachu Figurenbox, und das ist, hat es jetzt richtig gegönnt. Turtok, Mew, Gold. Also, es ist ja die zweite, die wir schon öffnen.
Und in der ersten hatten wir nicht ganz so viele Hits, aber war auch okay. Aber jetzt hier mit Xerneas, Mew AX, Turtok und Mew Gold ist diese Box richtig der Hammer, ja? Muss ich sagen. Aber es waren schon zweimal 11 Packs, ist doch gut. 11 Karten meinst du? Ja, 11 Karten. Bist du schon in deinem letzten auch, oder? Ja, aber ich habe mich wieder geswallert, leider nichts. Ja, wie gesagt, also. Bei mir kommt noch mal was von Schaurige Herrschaft dazu. 10, 11, auf der 11. Hitliste. Oh, eine Rainbow. Was ist es? Rainbow. Nein, Rainbow ist es nicht, glaube ich. Doch. Porygon. Peony. Es ist eine Rainbow. Was? Jawohl, Leute! Also diese Schaurige Herrschaft Booster war jetzt aber aus der Trainerbox. Ja, das war das letzte Booster, ansonsten hat aus der Trainerbox die alternativen Booster überhaupt nicht gegönnt, aber dafür hier so richtig. Ja, wieder Boreos VMAX und die sieht doch, ja, schau mal, Ecken ein bisschen runder könnten die sein, aber ansonsten sieht die eigentlich ganz gut aus, oder? Vor allem haben wir die noch gar nicht. Ich habe die überhaupt nicht am Schirm gehabt, das ist aber eine coole Karte, gefällt mir richtig gut. Ja, also das ist richtig, richtig gut, was hier jetzt gerade abgeliefert wird. Okay, und damit bin ich im letzten Celebrations Pack aus der Figuren Collection bei mir. Oh, Nico. Nice. Sehr gut. In Englisch, das ist das Geile. Ja. So eine selten in Englisch. Sehr gut. So, jetzt schaue ich noch, was das letzte Celebrations Pack aus der Figuren Collection noch hergibt bei mir. Und dann bin ich von meinen Packs her schon bei der Trainerbox. Es ist passiert! Was? Die krankeste Box überhaupt. Die krankeste Box überhaupt, Leute. Oh mein Gott, Pikachu hat mir sogar Was ist denn dahinter? Was? Leute, die krankeste Box überhaupt. Mew Gold. Mew Gold. Gluracolo. Turtocolo. Mew. Xerneas. Fliegendes Pikachu. Oder so, nein, surfendes Pikachu Format. Die sieht auch richtig schön aus. Eine Rainbow Ganz Format. Leicht das Back unten rechts. Also aus eurer Perspektive jetzt betrachtet. Ich hab mit Pikachu wirklich gesprochen. Ich habe ihm gesagt, komm, lass uns eine geile Karte ziehen. Und der hat uns nicht eine geile Karte, sondern zwei, drei, Wahnsinn. Keine Ahnung. Ja, aber wirklich. Geliefert. Leute, also, ich muss ein kurzes Zwischenfazit machen. Kurzes Zwischenfazit nur. Das sind so die besten Hits, die wir aus einer Pikachu-Figuren-Box gerade gezogen haben. Wir haben ja, das ist die zweite, die wir geöffnet haben. Gott sei Dank habe ich eine zweite gekauft. Weil wir schon eine geöffnet haben, keine zweite kaufen. Und da habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, eine zweite Figur zu Hause zu haben, ist nicht schlecht. Vielleicht auch einmal für ein Giveaway. Und dann gönnt die derartig. Dann gönnt die derartig. Mew Gold, Glurak, Turtok, Mew EX, Xerneas EX. Alles aus einer Box, wo nur 7 Booster drin sind. Also das heißt, aus 7 Boostern Celebrations haben wir das gezogen. Unfassbar. Unfassbar. Oh mein Gott. Oh ja, absolute Abrissstimmung. Leute, damit kommt die Spielmatte ins Giveaway. Ja. Ja. Werden wir dann am Ende nochmal genau erklären, wie wir das machen. Ja. Okay. Oh mein Gott. Gut, jetzt muss ich mal verdauen. Also das ist ja. Also wenn du hier nicht noch was Dickes raushaust, Nico, dann muss ich sagen, geht das Pack Battle heute wahrscheinlich an mich. Ja. Wahnsinn, aber wir haben's. Wir haben's, Leute. Tapulele GX, auch gut. Auch gut. So. Gut, damit bin ich jetzt bei den 10 Packs, die jetzt in der Trainerbox drin waren, 10 Celebration Packs. Das heißt, du müsstest jetzt auch noch 10 haben oder hast du schon das 10. Ich geöffnet? Ich habe jetzt gerade das 10. Okay.
Aber ich schaue noch mal nach. Leute, bin ich froh. Meine Frau hat mich angerufen, also Nikos Mutter, und hat mich gefragt, ob sie noch seine Figurenbox mitnehmen soll von einem Händler. Und ich habe gesagt, ach, was das, mach mal. Und gut war's, und wir haben alle drei beieinander in einem Opening. Jetzt wird's wirklich krank. Wir haben alles in einem Opening gezogen. Jawohl. Und das. Einmal mache ich nicht Deutsch auf. Genau, einmal, aber stimmt wirklich. Es stimmt wirklich. Immer mache ich Deutsch auf und dann mache ich es einmal nicht und sowas. Also das ist wirklich. Ab sofort, Deutsch gehört dir. Unfassbar, Leute. Jetzt haben wir alle drei in einem. Also wir hatten ja Turtok und Bisaflor grundsätzlich schon aus den anderen Boxen. Aber das ist natürlich jetzt schon sehr cool, dass wir jetzt alle drei beieinander haben. Ja. Oh ja. Jetzt noch nach Tara. Ja, das ist. Das wäre halt dann noch das i-Tüpfelchen. Nice. Ich weiß gar nicht, mir fehlen echt die Worte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist total surreal, ja. Ihr denkt, wir sind so abgebrüht und das ist so selbstverständlich, deswegen sind wir so ruhig, aber wir sind ehrlich gesagt eher sprachlos gerade, ja. Also das ist unfassbar, was wir da gerade gezogen haben. Unfassbar, wirklich. Oh, schimmerndes Karpator. Das eine weitere, jetzt einmal. Eine weitere sehr seltene Karte. Also heute ist es ja unfassbar, was ich da rausziehe, Leute. Pikachu, ich hab's verstanden, Deutsch gehört ihm. Es ist wirklich unfassbar. Du öffnest jetzt immer Deutsch. Es ist wirklich unfassbar. So. Okay, wie viel hast du jetzt noch? Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit dem oder ohne dem? 8. Mit dem sind es 8 bei mir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit dem. Okay, dann bist du überhaupt eines weiter voraus. Weiter da machen. Das kann so, ich, glaube ich. Sollte ich einen Kartentrick machen? Das kann ich. Macht natürlich wenig Sinn. Okay, No Pull. Bin ich gleich bestraft worden vom Kartengott für diesen Blödsinn. Du musst da mal. Genau. Wow. Ich glaube, ich kann nicht mehr aufholen. Wow, Leute. Er bringt mir einige X. Nichts. Jetzt haben wir wirklich alle großen Karten, außer eben nach Dara vielleicht noch, aber die, die wir unbedingt haben wollten. Ach, noch einmal. Du Heilige! Aber zweimal. Zweimal hintereinander? Das war auch spannend, oder? Wir haben die davor erst einmal gezogen, in glaube ich 50 Bags oder Wahnsinn. So. Und jetzt siehst du sie in einer die ist Box, auch, die zweimal. Ja, also die ist auch gar nicht so leicht zu ziehen, eben, so wie du sie richtig gesagt hast. Unfassbar, ja, ich auch. So, das heißt, ich greife noch kurz in die Trainerbox. Ah, da sind die. Hast du noch welche? Ja. Ah ja, okay. Das Dankeschön. Also abartig. Abartig, was heute hier abgelaufen ist, sage ich euch. Und das nicht einmal aus der Ultra Premium Collection. Da haben wir zwar super Promokarten gezogen, aber wirklich unfassbar war das Battle, die Battle Box dagegen sozusagen. Ne? Echt glurig gezogen. Ich kann es noch immer nicht glauben. Gegen das Pikachu. Echt glorreich gezogen. Und Gold Mew. Ja, ja, leider. Ich hab dir wirklich nichts anscheinend, ja. Also. Da haben die anderen, alle die das schon aufgemacht haben, anscheinend uns die Puls. Ja. Der Box. Ja. Ich glaube, da werden wir dann noch weitere brauchen irgendwann einmal. Also wird sicher nicht die letzte gewesen sein. Aber wir sind jetzt froh, dass wir überhaupt eine haben, weil trotzdem die Promokarten alleine sind. Die sind der absolute Wahnsinn. Sehen aber wie gesagt, die Box des Tages ist aber wahrscheinlich trotzdem dann in dem Fall die Figurenbox. Ja. Wie gesagt, wir haben ja auch eine geöffnet im letzten Video. Die war okay. Ja. Wie gesagt, allein wegen der Figur und so weiter. Aber die hat jetzt absolut eskaliert, ist diese Box jetzt. Okay, dafür kommt jetzt gar nichts einmal mehr. Mache ich
ein kleines Deutsch auf und dann. Ja. Oh, Börste Pikachu ist aber nice. Gut. Börste Pikachu ist nice. Gut, auch nicht leicht zu ziehen. Ja. Oh. Der englischen Variante ist ja nett, dass wir es jetzt haben. Flying Pikachu. Übrigens haben wir uns auch den 25 Jahre Jubiläumsbinder auch gegönnt. Ich habe ihn gerade nicht, oder? Nein, den haben wir gerade nicht hier in der Gegend liegen. Da werden wir auch dann die ganzen Karten dann noch einsortieren. Und nochmal Bisa Floor hinterher. Ich habe nicht mal ein Bisa Floor gezogen oder so. Ja, stimmt, stimmt. Wahnsinn. Zwei, aber ein bisschen komisch ist es trotzdem, weil ich jetzt eigentlich in einer Trainerbox zweimal das Bisa Floor habe. Also ganz, also es gibt ja so diese Cluster-Theorie, dass ja irgendwie die Packs zusammengewürfelt worden sind, die zugleiche Pools haben. Und wenn ich mir das anschaue, zweimal schimmendes Carpador, zweimal Bisa Floor in einer Trainerbox, dann muss ich sagen, da ist was dran. Okay, vorletztes Pack. Vorletztes Pack. Ich glaube, da kann ich nichts mehr großartig reißen. Wenn jetzt kein großer Hit kommt, dann kann ich, glaube ich. Oh mein Gott! Ja! Ja! Was? Ja! 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 Sehr geil! Sehr ja. geil! In Englisch! Ja! Jawohl! In Deutsch und in Englisch! Leute, absolute Abrissstimmung! Okay, okay. Oh, ich muss uns kurz genauer ansehen. Krasses Opening. Oh ja. Die ist wirklich schön. Die ist nur minimal off-center. Ich glaube, wir schreiben schon wieder Geschichte gefühlt. Oh, in einem Opening. Englisch und Deutsch. Und vor allem im vorletzten Pack. Und wieder vorletztes Pack, genau. Das hatten wir schon so oft. Ja. Oh ja, super. Geil. Jawohl. Da sind sie, die zwei Big Boys. Also. Oh ja. Und die Gold. Und die Gold. Oh, Leute. Unfassbar, was da heute abgeht. Du hast zwar trotzdem gewonnen, aber es ist geil nochmal in Englisch. Ja, aber das ist schon richtig das cool. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das gibt echt nochmal einen ich richtigen Platz. Ich platzen vor Freude. Jawohl. Vorhin hätte ich gerade schon platzen können vor Traurigkeit, aber jetzt platze ich vor Freude. Na, wie cool ist das denn bitte? Oh, geil. Yes. Okay, Last Pack, Leute, Last Pack, aber wir haben alles abgerissen hier, außer nach Dara vielleicht, aber wir haben hier wirklich geil gezogen. Und noch ein fliegendes Pikachus Abschluss bei mir. Okay. Okay, also die Ultra Premium Collection Box war durchschnittlich, würde ich sagen, ja, also Surfen, also das Börste Pikachu, die Mew Kleffer, EX, also P, Kleffer in Englisch, war okay. Aber also natürlich der Mega-Hit. Ja, vor allem hier. In Englisch, das ist krank. Und wir haben hier wirklich hier in Deutsch auch nochmal richtig, so wie ich es vorher schon kurz gezeigt habe. Halt mal, genau, das war, anstatt die zwei, die dieser Floor da. Das war jetzt einmal allein aus einer Box, so einer Pikachu-Figuren-Box. Und jetzt zeige ich euch natürlich, was wir dann insgesamt nochmal rausgehaut haben. Also hier unsere drei Lieblinge samt der Goldkarte und dann gebe ich noch deine dazu. Oh. Ein Bild für Götter, oder? Also zumindest für Pokémon-Götter. Ein Weil Bild ich für Pokémon-Götter. Darf ich eine Führer haben? Ja. Danke. Und zwar, jetzt habe ich sie endlich. Die Seiten der Seiten. Halleluja. Ja, genau. Halleluja. Wie sie schön sieht. Also alle vier in Weil einem wir Bild wir wollen ja das Masterset voll machen. Und deswegen haben wir dieses Album. Und es hat immer diese Glurak gefehlt. Und jetzt haben wir sie. Absolut geil. Absolut geil. Und zweimal Gold Mew. Also wirklich absoluter Abriss heute. Wie gesagt, die Ultra Premium Collections. Das haben wir alles heute gezogen quasi. Genau.
Die Ultra Premium Collection hat natürlich mit den Promokarten extrem geile Karten uns ins Haus gebracht, aber vor allem eben die englische Glura-Karte, ja, also zwei so Top-Glura-Karten in einem Opening oder in einem Pack-Battle hatten wir überhaupt noch nie. Ja. Auch wenn ich jetzt insgesamt die besseren Karten gezogen habe, finde ich es einfach total klasse, dass wir beide haben. Ja. Also herzlichen Glückwunsch, ja, danke schön. Aber es ist einfach aber geil. Aber ich glaube, heute können wir beide sehr zufrieden sein, ja, mit der Gesamtausbeute. Ja. Wie gesagt, die hat es wirklich bei dir nochmal richtig rausgerissen. Ja, die, ja. Eine dicke Karte, dann kann man es auch verkraften, dass nicht so viele andere große Hits dabei waren. Vor allem in aber, Englisch, das ist genau. In Deutsch, wenn man es, ja, aber in Englisch ist es. Genau. So, damit sollt ihr ja auch was davon haben. Also die Matte, die Spielmatte, die jetzt darunter liegt, die geht ins Giveaway. Und das bedeutet, ihr hinterlasst bitte einen Kommentar unter diesem Video, ein Like und abonniert. Ja? Also wer Abonnent ist, dieses Video liked und unten kommentiert. Der Kommentar kann frei gewählt werden. Schränken es ein bisschen ein. Euer Lieblings-Pokémon oder eure Lieblingskarte aus Celebrations. Ja, einfach dazu schreiben in den Kommentaren. Ansonsten gerne wohlwollende Worte. Und wir werden dann im nächsten Video werden wir die Verlosung machen für die Spielmatte. Ja. Also, und die ist richtig cool. Ja. Also, die geben wir auch schweren Herzens her. Aber wir haben es versprochen. Wir haben versprochen, wenn wir Glurak ziehen, dann sollt ihr auch was davon haben. Und genau so ist es. Und wir haben es nicht nur einmal gezogen, wir haben es zweimal gezogen. Und das ist mehr als gerecht, dass ihr jetzt diese Spielmatte bekommt. Und die wandert eben ins Giveaway. Wie gesagt, abonnieren. Auch bei unserem Kanal sowieso, jeder, der zuschaut und uns mag, bitte Abo nicht vergessen, liken. Aber für das Giveaway insbesondere Abo, Like und ein Kommentar mit eurer Lieblingskarte aus Celebrations oder einen nett gemeinten Kommentar an uns. Dann wird aus diesen Kommentaren beim nächsten Video dann der Gewinner verlost. Das werden wir wahrscheinlich dann gegen Ende der Woche machen. Ja? Also einfach in unserem Kanal treu bleiben, dann bekommt ihr es auch mit. Wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr sofort benachrichtigt, wann das Video online ist. Ja, in diesem Sinne, es war absolute Abrissstimmung heute. Also was wir da rausgezogen haben, also geht es nochmal durchs Video durch, schaut euch nochmal die Pools an. Ja. War absolut krank, ja. Und wir sind absolut happy und sagen ja, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr uns die Treue hält. Und schönen guten Morgen, Mahlzeit, einen schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns seht. Und wir sind mit überglücklichen Grüßen heute raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.